herzlich willkommen zu Leben im Bienennest. Die Bienenkönigin. Da liegt sie, die dicke gelbe Qualle. Wir sind heute in unserem Dorf und ein Bewohner hat ein Bienennest gefunden. Mit einer Mod werden wir in dieses hineingelangen. Dort gibt es einiges zu entdecken. Hotels, Kampfarenen, Minispiele und vieles mehr. 7 Tage habe ich als Biene gelebt, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze machen wir nicht umsonst, denn die Bienen sind ziemlich sauer, weil ein Bewohner eine Blume zertreten hat. Blumen zertreten? Das geht gar nicht. Also ich nehme immer ein Feuerzeug. Keine Sorge, Herr Imker, damit kenne ich mich aus. Ich bin gelb, habe Flügel und einen kleinen Stachel. Eine Sache stimmt nicht, ich habe ein Schwert und keinen Stachel. Ha, lol, warte, ich habe doch einen kleinen Stachel. Wir werden die Bienenkönigin finden und schauen, was da los ist. Richtig cool, wir müssen nur mit einer Enderperle auf das Bienennest werfen, um hinein zu gelangen. Da sind wir schon, im Reich der Bienen. Es sieht bombastisch aus. Wow, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich vom Hocker gefallen. Und ich saß noch nicht mehr auf einem Hocker. Eine neue Dimension. Alles ist gelb, überall Bienenwaben. Bienen werden geboren, sind fleißig am Arbeiten. So sieht's also in einem Bienenstock aus. Buddy? Echt jetzt? Das hier ist die Eingangshalle. Die schauen wir uns genauer an. Was haben wir hier? Hier haben wir gefüllte Honigwaben. Mit einer Glasflasche können wir den Honig klauen. Dadurch werden sie leer. Allerdings werden alle Bienen dadurch sauer und wollen uns jagen. Hey, ach komm schon. Hey, was soll das? Ich bin einer von euch. Ich bin auch gelb. Ich will doch nur was essen. Ich wollte es nicht klauen. Das tut doch weh. Unsere Familie ist für einige Zeit sauer. Okay, okay. Hier, wir geben es wieder zurück. Ist ja gut. Soll ich etwas schauen? Der... Echt jetzt? Des Weiteren haben wir Brutblöcke. Hier werden neue Bienen geboren. Anfangs sind es kleine Würmchen. Die werden immer größer, bis sie irgendwann aus den Blöcken herausfallen. Es ist einfach genial. Natürlich haben wir auch Honigschleime, die Zucker und Schleimbälle droppen. Jede Menge Honigblöcke und Pollen, der den ganzen Staub herumwedelt. Oh, das macht so einen Spaß. Ich mag es zu wedeln. Mit meiner Pollenallergie wäre ich nach 5 Minuten tot. Wenn wir diesen Kleister abbauen, dann erhalten wir Pollenbälle. Sollten wir damit Pandas abwerfen, dann fangen diese an zu niesen. Oder wir können Blümchen vermehren. Dann werden sie automatisch bestäubt. Außerdem können Bienen in den Haufen fliegen und Pollen sammeln. Bienen, die in Haufen fliegen? Das klingt irgendwie eklig. Hin und wieder verirrt sich eine Spinne im Bienennest. Dann kommt aber direkt eine Bienenarmee angeflogen und bekämpft den Eindringling. Oh yeah, alles klebrig. Ich will den Bienen eine kleben. Das ist Bienenkotze. Oh mein Gott. Und da ist Lars. Mit dem bin ich früher zur Schule gegangen. Alles blumig, mein Freund. So grüßt man sich als Biene. Bevor wir das Nest erforschen, ganz wichtig, um hier rauszukommen, muss man sich nach oben oder nach unten bohren. Sollten wir aus der Dimension fallen, dann können wir somit den Bienenstock wieder verlassen. Easy. Es ist genial. Das war nur die Eingangshalle. Kommen wir nun zu den Sachen, die man in dem Nest finden kann. Wir müssen die Königin finden. Als erstes haben wir das Bienenhaus. Es sieht so witzig aus. Das kann überall generiert werden. Eine Biene aus Wollblöcken. Wir haben sogar richtige Vorhänge. Hallöchen. Dürfen wir reinkommen? Ist jemand zu Hause? Ha, natürlich. Sagt Hallöchen zu meiner Tante, Rachel. Gut siehst du heute aus. Da fliegt sie rum. Meine Tante. So jung und glücklich. Echt cool, dekoriert mit Bett und Bilder. Sieht nicht billig aus. In Bienenhäusern finden wir Kokons mit Items. Hier kann es einen Bienenkompass geben, der uns zu einem seltenen Garten führt. Des Weiteren finden wir hier die Bienenkanone. Mit dieser können wir 3 Bienen einsaugen, um diese durch die Gegend zu ballern. Mit der Kanone können wir Bienen in unserer Welt transportieren. Wir sind eine Biene, die Bienen schießt. Das im echten Leben. Eine Kanone, mit der wir Menschen schießen können. Geht gar nicht. Wer würde sowas haben wollen? Ich will sowas haben. Tante Rachel, komm mal mit. Los, Tante Rachel. Donnerschock. Tschüss. Haben wir gerade unsere Tante durch die Gegend geschossen? Ja. Außerdem gibt es Bienenkristalle. Die geben uns Kristallsplitter. Damit können wir die Kristallkanone craften und den gelben Rotz durch die Gegend schießen. Das tut richtig weh. Gelber Rotz. Damit meine ich nicht mich. Oh, oh. Das war Tante Rachel. Das war ein Versehen. Ich wollte doch nur die Kanone testen. Ah, das tut weh. Oh no. Nein. Oh nein, so viel zum Bienenhaus. Ciao, Tante Rachel. Wir müssen leider weiter. Ich bring nächstes Mal Bienenstich mit. Oder so. Da fällt mir ein, ich habe gar keine Tante.
Oh oh, Leute, ich bin gerade etwas durch die Gegend geflogen und guckt euch an, was wir hier gefunden haben. Das hier sind die hängenden Gärten. Wunderschön, kleine Inseln mit unfassbar vielen Blumen und Bäumen. Wir haben sogar bunte Kerzen aus Bienenwachs. Also, ich bin kein Experte, aber Bienenwachs anzünden? Das habe ich noch nie verstanden. Ist das nicht so, als würde ich meinen Pup anfackeln? Ich glaube, das sollte ich rausschneiden. Diese Blümchen riechen aber besonders gut. Spaß beiseite. Wenn wir Glück haben, dann finden wir hier die seltene Blume. Aha, da haben wir sie. Die goldene Kristallblume. Oh mein Gott, die heilige Bienenblume. Buddy, stehst du etwa auf der... Bist du wahnsinnig? Nicht, dass die Bienen mitbekommen. Du gemeiner Knüps. Spaß beiseite. Die ist mega. Ganz in Gelb. Alles, was gelb ist, ist gut. Einfach rechts klicken. Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Mit drei Knöpfen können wir unseren Nektar, unsere Erfahrung reinballern. Dadurch wird die Blume immer größer. Und jetzt kommt's. Einfach ein Buch reinlegen und wir können es nach Belieben verzaubern. Die Auswahl ist gigantisch. Wir können sogar sehen, welchen Effekt wir bekommen. Bärenstark, Bienenstark. Das klappt nicht im echten Leben. Bitte keine Blumen mit Büchern kaputt machen. Ich habe es ausprobiert. Guckt euch das hier an. Hier haben wir eine fette Bienenmotte. Die sieht irgendwie mufflig aus. Was ist mit dir los? Vor der brauchen wir keine Angst zu haben. Sollten wir sie füttern, dann können wir diese zähmen. Blümchen. Nur die roten. Die schmecken besonders gut. Die haben wir extra für dich gepflückt. Hallo? Irgendwie funktioniert das nicht. Komm schon. Wieso willst du nicht meine Blumen fressen? Die schmecken gut. Ich habe die auch gegessen. Ich glaube, die mögen nur Honig. Lol, als ob die so viel Honig schlürft. Wir wollen doch dein Freund sein, du Fettsack. Aha, hier, es hat funktioniert. Freundschaft 18 von 1000. Je höher die Punkte, desto weiter die Entfernung, wo wir sie rufen können. Jetzt geht's los. Sollte sie uns mögen, dann können wir mit dieser durch den ganzen Bienenstock fliegen. Das ist mega awesome. Das sieht echt cool aus. Da, 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 da. Ich nenne sie... Flotte Motte. So viel zum Garten. Hier finden wir nicht die Königin. Die wohnt in einem Schloss. Dazu kommen wir noch. Ich habe noch ein paar kleine Strukturen gefunden. Ganz kurz gezeigt. Kristallbiom für die Leute, die Kristalle farmen möchten. Das Pollenbiom. Hier gibt es unfassbar viele Pollen. Es gibt sogar einen Honigbrunnen mit richtig viel Honig. Riesige Honigblume. Wunderschön. Da haben unsere Geschwister sehr lang dran gearbeitet. In der Mitte gibt es auch hier das klebrige Zeug. Honighöhle, vergleichbar mit einer normalen Minecraft-Höhle. Eisbrocken mit eingeschlossenen Insekten, denen man helfen kann. Des Weiteren gibt es auch Honigtempel, eine Mini-Struktur, die echt nicht schlecht aussieht. Da drin habe ich Brutblöcke gefunden, die wir in der Overworld nutzen können. Es wird immer besser, auf einem Honigsee könnte ein Piratenschiff auftauchen. Sollten wir das entern, dann finden wir hier Schwerter und Stachel, sowie ein Kompass zu noch mehr Strukturen. Zum Beispiel das Bienenlabyrinth, das Honitel, dazu kommen wir aber noch. Und natürlich eine Karte, die zu einem Schatz führt. Als wäre es nicht genug. Man kann so viele Abenteuer damit erleben. Mit den ganzen Fortschritten und Challenges fange ich erst gar nicht an. Es macht so einen Spaß. Ziehen wir direkt weiter. Guckt euch an, was ich hier gefunden habe. Wisst ihr, was in keinem Bienennest fehlen darf? Richtig, die Bienendisco. Ja. Wir haben eine bunte Tanzfläche. Hier können wir unsere Tanzfühler schwingen. Es gibt bunte Rüstung, bunte Klamotten sowie Bienenmusik. Natürlich der Hummelflug von Rimsky-Korsakow. Oh, es ist einfach herrlich. So langsam wird mir schlecht. Ich kipp gleich um. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr auf meinen Fühlern halten. Nicht, dass unsere Pollen noch schlecht werden. So viel zu Bienendisco. Natürlich haben auch die Bienen kleine Minispiele vorbereitet. Zum einen gibt es den Wachskerzenparcours. Hier müssen wir von Kerze zu Kerze hüpfen. Eltern haften für ihre Bienenkinder. Überall gibt es hier Kokons mit Items als Belohnung. Das werden wir direkt mal ausprobieren. Auf Kerzen springen. Ich glaube, das sollte man nicht im echten Leben machen. Buddy, Lumpi, ihr seid im Weg. Ihr könnt doch nicht den Weg versperren. Ich bin gerade voll drin. Echt genial. Sollten wir den Parcours schaffen, dann gibt es hier einiges zu holen.
Ein Kompass, der uns zu einer Struktur führt. Hier erhalten wir einen Teil der Bienenrüstung. Mega gut. Sollten wir diese anziehen, dann erhalten wir die Flügel, mit denen wir allerdings nur ganz kurz fliegen können. Beim Landen erhalten wir sogar Fallschaden. Die Rüstung, mit der man unendlich lang fliegen kann, ist eher cheated. Wenn ich dran denke, dann werde ich den Command in die Beschreibung packen. Nur wenn ihr ein Bienen-Emoji in die Kommentare schreibt. Die dicke, fliegende Kartoffel ist am Start. So viel dazu. Wir dürfen unsere Mission nicht vergessen. Wir müssen zur Königin. Aha, guckt euch das an. Ich bin etwas geflogen und bin hier auf den Bienenschießstand gestoßen. Oh, das ist mega awesome. Den müssen wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Hier üben die Bienen, damit sie stärker werden, wenn sie von Spielern aus der Außenwelt angegriffen werden. Schnappen wir uns eine Kristallkanone. Wir müssen alle drei Ziele treffen, aber kein Problem. Das Kahlenkopper steht für Profi. Ha. Was? Moment, warte. Hey, die verzieht doch voll. An mir liegt das nicht. Ah, jetzt, beim ersten Versuch. Ha, komm schon. Na, jawohl, so sieht's aus. Ich bin halt gut. Was? Buddy? Buddy, das war ein Versehen. Spaß beiseite. Wenn wir gut sind, dann bekommen wir drei Erzblöcke. Gold, Smaragd und Lapis Lazuli. Einfach ein kleines Spiel im Bienennest. Was auch sonst. Weiter geht's zur Bienenkönigin. Wir dürfen unsere Mission nicht vergessen. Ablenken wir niemals. Ich wollte gerade zur Königin fliegen, aber guckt euch das an. Wir haben das Honighotel gefunden. Das Honitel. Kein Scherz, das heißt wirklich so. Ein hohes Gebäude mit bunten Fenstern. Der Ort ist perfekt, direkt an einem Honigsee. Das Hotel ist bestimmt nicht billig. Werfen wir direkt mal einen Blick hinein. Ein kleines Päuschen kann nicht schaden. Hallöchen? Wir wollen einchecken. Irgendjemand da? Buddy, Lumpi, nicht randalieren. Heute ist nicht Donnerstag. Aha, hier haben wir die Rezeption, aber keiner ist da. Servicewüste Biene. Fliegen wir direkt hoch. Schauen wir mal, wer sich hier alles eingenistet hat. Hallöchen, ich bin eine Biene. Die Kopa-Biene ist am Start. Jede Biene, die hier wohnt, hat sogar einen Namen. Werfen wir einen Blick in ein Zimmer und hoffen, dass wir keinen Ärger bekommen. Hallöchen, Zimmerservice. Oha, da ist jemand. Ich bin kein Einbrecher. Ich bin das gelbe Zimmermädchen. So ein Hotelzimmer sieht echt schick aus. Kristalllampe, Ofen, Bett und... oh oh, oh no, sie ist zurück. Ganz leise sein. Psst, nein, Lumpi, komm her. Sie darf uns nicht entdecken. Was? Was zum... Was? Hört ihr das auch? Was ist das? Was ist das für ein Sound? Hä? Kann es sein, dass die Biene im Nachbarzimmer Durchfall hat? Schon wieder? Auch hier schnell in den Kokon geschaut. Genau das brauche ich. Direkt eingesteckt. Aber auch hier gibt es wieder einige Items, die wir klauen können. Ich hoffe, dass keiner was gesehen hat. Ganz schnell weg. Flieg schneller, kleine Biene. So viel zum Honitel. Fliegen wir direkt weiter. Wir müssen die Königin finden. Leute, wir haben sie gefunden. Die gigantische Base. Hier wohnt nur einer. Die Königin. Dieser gelbe, fette Knubbel. Was? Was? Nicht ich. Wir haben sie erreicht. Meine Träume werden wahr. Schon als sie eine kleine Biene war, wollte ich die schon immer persönlich treffen. Die tapferste Kreatur in Minecraft. Niemand wird uns mehr im Wege stehen. Moment. Das sah aber von Weitem nicht so hoch aus. Ich habe doch Höhenangst. Ich glaube, da komme ich nicht rauf. Leider müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Spaß beiseite. Natürlich werden wir uns direkt hier hochbegeben. Aha. Da sind wir schon. Ganz oben liegt sie in ihrem Zimmer. Da ist sie, die Bienenkönigin mit ihrem Krönchen. Oh mein Gott, habt ihr schon mal so eine große Biene gesehen? Die Bienenkönigin. Da liegt sie, die dicke gelbe Qualle. Natürlich haben wir Abbaulähmung. Wer ist nicht baff bei diesem Anblick? Wir können nichts in ihrer Nähe abbauen. Oh, heilige Mutterbiene. Wir sind gekommen, um dich zu huldigen. Im Namen des Bewohner Nummer 633 sollen wir uns entschuldigen, dass er eine Blume zertreten hat. Es war keine Absicht. Oh, Biene Mayo, wir sind deine Sklaven. Du Unbestechliche. Was? Was müssen wir dir bringen? Netherziegel? Netherziegel? Bist du wahnsinnig? Wo soll ich die denn herbekommen? Als Biene sind wir Sklave. Sollten wir auf die Königin stoßen, dann will sie mit uns handeln. Wir müssen ihr das gewünschte Item in 20 Minuten bringen oder sie wird sauer. Netherziegel? Die haben wir. Moment. Kopa, mach das. Sekunde. Hier, nur die besten Netherziegel. Handgefertigt.
für die heilige Bienenkönigin, die schönste und schlauste aller Völker. Damit ist sie zufrieden und wir haben unser Ziel erreicht. Natürlich würde ich gerne gegen sie kämpfen, aber das ist nicht so spannend. Kurz eingeblendet, sie bewegt sich kaum, spawnt allerdings einige Bienen. Wenn wir sie besiegt haben, dann droppt sie lediglich ihren Stachel. Also einfach nett zu ihr sein und tauschen, damit wir friedlich im Nest leben können. Ganz wichtig, eine Mod, mit der wir als Werwolf leben, mit coolen Effekten, werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer. Das war der Lokopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bzzz.